Aloha, meine Lieben, und willkommen zu Folge 15 von den Sims, präsentiert von Celine, aka Queen Radidala. So, und wir spielen jetzt mal weiter. Ding, 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 ding. So, Fensterläden werden verschraubt, dann verschraubt mal schneller. Wir werden jetzt als erstes, glaube ich mal, unser Büroraum. Achso, es ist mitten in der Nacht. Okay, genau, der Flex, der war gerade in der Lounge mit Leia und Sylvia. Und die Queen schläft. Okay, sonst scheint aber alles, sonst ist alles gut, nur die Energie ist im Sack. Die bauen wir jetzt aber gerade wieder auf. Wie sieht es beim Flex aus? Da ist alles super, aber er kann trotzdem mal schlafen gehen. Oder? Nein. Or not. Okay. Wie lange hat er denn bis zur Arbeit? 10 Stunden. Okay. Dann, befürchte ich, musst du nochmal ein Spiel modifizieren. Und zwar, welches hatten wir denn? Weitermodden. Achso, wir hatten das schon angefangen. Okay. Dann machen wir das mal. Die Queen hat Spaß im Bett. Die lacht. Sie träumt wohl über lustige Sachen. Okay, dann machen wir jetzt mal Baumodus. Und zwar, ich brauche Nachmittag, um mir das anschauen zu können. Achso, erstmal möchte ich bitte ein... ich bin wieder total legasthenisch hier unterwegs. Objekte nach Funktion, Objekte nach Zimmer... Ich brauche... Wo ist denn hier so ein blöder Teppich? Hier. Teppiche. Was nehmen wir denn mal hier für unter unsere Couch? Boah, das ist aber sehr krass, ne? Was haben wir denn hier an Runden? Ne, das ist so ein abgeschnittenes Ding. Haben die alle Muster? Ne, das gefällt mir nicht. Dann, der ist, glaube ich, nicht groß genug. Oh, Schissel! Was ist denn hier mit? Ja, passt das? Boah, was ist denn das für ein Riesending, ey? Nee. Ach, du Heimatland. Was kostet der denn? Nur 700, ja, groß, würde ich auch sagen. Schissel, man. Passt das hier in Blau? Nein. Aber das Grün, das ist zu krass, oder? Nee, das passt. Ach, das sieht doch alles doof aus, Mann. Was ist hier? Das ist doch auch hässlich. Oh mein Gott, wie scheiße sieht das aus? Ah, sorry, Leute. Oh Gott, ihr kriegt bestimmt die totalen Kotzkrampf. Was hat sich denn hier jetzt geändert? Ach so, hier die Frizzles an der Seite. Das ist ein bisschen sehr wild, ne? Oh, weia, ey. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ist, mit mir einen Teppich zu kaufen? Badezimmer, Grundausstattung. Glückliche 10, das ist ja süß. Ja, der ist aber nicht so groß. Ich brauch... Dann nimm mal 2. Grün... So, und dann nehmen wir noch einen in braun. Leute, sorry. Wie scheiße sieht das aus? Ich komme überhaupt nicht drüber hinweg, wie kacke das aussieht. Nehmen wir, hatten wir den gerade schon? Nein, das gefällt mir nicht. Oh, verdammt. Komm, nehmen wir mal in der Farbe.
Es sieht einfach scheiße aus. Es sieht wirklich einfach scheiße aus, Mann. Was ist denn mit dem? Der sieht auch scheiße aus. Die sehen alle scheiße aus. Oh Gott, so mit so einem Rosenmuster. Oh nee. Super Öko-Sisal-Teppich klein. Ja, der wäre ganz cool, aber warum ist denn der so groß wie ein Riesenhaus? Wieso nah wohnen die? Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Ja, aber klar. Logisch. So nah wohnen die, Leia Organa und Han Solo. Krasse Scheiße. Ja, was haben wir denn in dieser Folge gemacht? Ein Teppich ausgesucht. Was ist denn hier mit so einem... Kann ich den... Muss ich den anderen erstmal weg? Nein. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Irgendwie tut es mir... Wir lassen es jetzt erstmal so. Passt auf, wir lassen es jetzt erstmal so. Machst du nix. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte hier hinten ein Haus, nicht ein Haus dran bauen, sondern einen Raum dran bauen. Und zwar unser Büro. Jetzt ziehen wir das dann über unsere schön gekachelten... Ich glaube, wir müssen hier erstmal dann... ach, das kann nur auf unserem Grundstück sein. Dann machen wir das erstmal hier hin. Nein. So. Jetzt muss ich das hier alles wegziehen, oder was? Ja, das könnte unter Umständen jetzt schon reichen. Ich will das ja nicht so riesengroß ziehen. Machen wir noch ein paar Blümchen hin. Die setzen wir nach hinten. Und den Stein setzen wir, whatever, hier hin. So. Okay. Dann gehen wir jetzt in den Baumodus. Nein. Wie geht das denn nochmal? Oh, Jesus Mother. Gestaltete Zimmer. Wände und leere Zimmer. Da haben wir es doch. Was ziehe ich mir denn mal für... Was ist das? Flaches Achteck. Achteckiger Raum. L-förmiger Raum. Will ich ein L-förmiger... Nee. So, jetzt machen wir mal so. Und, das ist jetzt der Durchgang. Okay, da müssen wir hier noch eine Tür hinmachen. I get it, okay. Türen. Was haben wir denn für Türen? Ach, ist das Schisselhausen egal, oder? Moderne Holztür mit Milchglasscheibe. Nee, so vom Hinter... Was ist das? Tür der Wahrnehmung. Okay, whatever. Wir nehmen jetzt... Ach, hier so eine normale Standardtür, Mann. Zack. Und bauen die... Dann können wir hinten auch den Müll rausbringen. Jetzt können wir natürlich nicht mehr durch die Hintertür den Müll rausbringen, aber... So ist es nun mal. So, und dann... Nee, die Tür sieht aber irgendwie blöd aus, ne? Ja. Dann, ach Mann, ey. Ich nehme die jetzt hier. Pure Holztür. Das ist immer gut. Genau, das sind auch die anderen hier. So, haben wir das jetzt. Oh, oh. Die Queen gibt Geld aus, ob das dem Max gefällt. Der Flex wird nicht amused sein. So. 600. Obwohl, für so einen großen Raum. Ach so, wir brauchen, ach wann, die Wände sind auch nicht gestaltet. Mann. Wie komme ich denn an Tapeten hier? Wandmuster. Was möchten wir denn mal? Erstmal brauchen wir... Moment, erstmal muss ich das drehen. Ja, das ist schon okay so. Okay. Dann möchte ich gerne Lampen haben. Ich brauche Lampen erstmal. Sonst werde ich hier depressiv. So, ich möchte wieder meine Schirmlämpchen haben. Und zwar... Nee, ich mache 4 Stück. Ach, Mist. So, hier ist die. Zack, 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 zack. Ja, jetzt bin ich wieder einfach rutscht. Da. Da. Und da. So. Das sieht ja noch total uneinladend aus. Egal. Wir machen jetzt... Was wollte ich machen? Die Wände wollte ich machen. Okay, dann müssen wir wieder raus. Wandmuster.
Oh, weia. Bienenstock. Was geht denn hier ab? Das ist Tapete. Nee, das ist Farbe. Das ist Tapete. Was gibt's denn? Das ist cool. Das habe ich, glaube ich, auch schon. Aber nicht alles, sondern jetzt machen wir den Rest mal, genau, in kariert und dann noch in geblümt. Das sieht doch bestimmt super aus. So, und den Rest jetzt einfach mal in, passt das? Nein, das Grün passt null. Das hier? Nein, das sieht total scheiße aus. Warte mal, trocken, nein. Dunkle Töne, das könnte... Nein, es passt auch nicht. Er ist immer so knapp daneben, ist auch vorbei. Das ist ganz cool. Passt zwar auch nicht wirklich, aber das wird jetzt passend gemacht. So, hier dann auch nochmal unsere Tapete. So, dann müssen wir es noch so drehen. Und hier kommt dann auch nochmal die Wandfarbe. Was war das jetzt? Das war das, ne? Das wäre ja ganz toll, wenn das jetzt auch noch in einer anderen Farbe ist. Oh, jetzt habe ich ein Stück vom Bart mitgestrichen. Nö, das möchte ich bitte nicht. Nein, nein, nein. Warte mal. Passt das? Das passt überhaupt nicht, ne? Ne, 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 ne. Passt dieses Grün? Nein, das ist immer so... Mann! Nein, das sieht auch scheiße aus. Komm, wir machen das jetzt hier lila-grün. So. Auf der anderen Seite auch. Oh, die hat ja oben und unten so ein Gescheißel. Oh, Leute, es tut mir so leid, ey. Ehrlich. Ach, von außen sieht das auch so kacke aus. Oh Mann, ey. Das möchte ich nicht, so eine komische Bordüre unten und oben. Mann. Ach ja, mit weißer Einfassung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Du hast einen Schatten. Einfache dunkle Töne. Passt das? Das passt nichts. Nichts was zur Tapete. Nichts. Nein. Das ist auch anstrengend. Das ist auch wieder mit Einfassung handbemalt. Boah, da bist du ja depressiv. Ja! I found it! Okay, sehr gut. Und dann müssen wir von außen mal gucken, wie der Rest der Fassade aussieht. Damit wir jetzt hier nicht so eine Villa Kunterbunt uns dahin bauen. Okay, jetzt gehen wir nochmal auf die andere Seite. Aber eigentlich sieht das ganz cool aus, so, oder? Ja, wir lassen das jetzt so. So, von außen. Wie sieht denn unser Haus von außen aus eigentlich? Oh, ne, jetzt muss ich das wieder finden. Ich finde das so anstrengend, ey. Nein, das ist nicht mal Paneele, ist es ja wahrscheinlich, ne? Wo sind denn Querpaneele? Nein, das ist zu breit. Oh, lecko funny. Lecko funny, ey. Weißt du was? Das wird jetzt einfach anders. Das sieht doch super aus. Nein. Das tut mir so leid. Nein, jetzt habe ich zu viel weggemacht. Ey, diese Folge guckt bestimmt keiner und ich kann es euch nicht verübeln. Es tut mir wirklich leid, aber es... Das ist ja... Nee, nee, nee. Warte, gibt's das denn noch in einer... Nee, das ist ja alles so nicht so optimal, ne? Nee, das gefällt mir auch nicht. Wo sind denn... Leute, ganz im Ernst, kann ich sehen, was das hier ist für ein Wandbelag? Ich möchte das, genau das haben. Mauerwerk, Tapete, Fliese, Fels und Stein, das ist es alles nicht. Verkleidung. Ah, ist das hier? Ja, okay. Jetzt brauchen wir nur die richtige Farbe. Oh Gott, das hier, ne? Halleluja.
Okay. Das, diese Kategorie war mir nicht geläufig, so wirklich. So, jetzt haben wir unser total abgefahrenes Büro. Und da ist schon Licht drin. Jetzt gehen wir mal wieder rein und in die... Boah, wir haben aber keine Kohle mehr, Leute. Das ist aber bitter, ey. Okay, jetzt können wir bitte wieder runter machen. Das ist aber scheiße jetzt. Nee, wir gehen mal hier und dann gehen wir in Büro. Da haben wir es doch schon. Ach so, ich kann ja eigentlich... Das ist jetzt ein bisschen gemein, ne? Egal. Der wird sich gleich... Ah, er steht. Okay, sehr gut. Sorry. Ach ja, hier müssen ja auch noch Fenster rein. Sonst ist das ein bisschen sehr deprimierend. So, was gibt's denn hier noch? Regale. Bücherregal. Strahlend schön. In welchen Farben gibt's das? Das gefällt mir aber eigentlich nicht. Symmetrie. Oh, Symmetrie gibt es dann wieder nur in Langweilerfarben. Was ist dann? Industrieregal. Doppelregal. Überragende Intelligenz. Ja, habt ihr mal auf den Preis geguckt? Ja, dann müssen die jetzt herhalten, ey. Welche Farben gibt es hier? Ach, wundervoll. Okay, dann drehen wir das Ganze mal. Hallo? Wieso kann ich das nicht? Ich möchte es im Weiß haben. Ah ja. Okay. Dann einmal hier und dann nehmen wir das nochmal und zwar... Oh, warte, ich muss mal... Oh Mann, Mann, Mann! So, jetzt brauche ich die Wände wieder. Ihr seht das ja, ich bin echt leicht überfordert hier. Tja, das sieht ja mal gar nicht so gut aus, ne, wenn die so mehrfach... Die kann man auch nicht drehen. Also, nehmen wir das auch. Dann packen wir das dahin. Das Ganze machen wir in die Mitte. So, dann machen wir jetzt hier, brauchen wir Fenster. Nicht Fensterbehänge, wir brauchen Fenster. Okay, das muss ich wahrscheinlich wieder hier machen. Okay, whatever. Diese Dreierfenster machen wir mal... Ach, jetzt kann ich das wieder nicht genau in der Mitte platzieren. Ey, leck mich doch am Arsch, Mann. Nee, dann machen wir es anders. Warte, dann nehmen wir das hier. Das, was ich auch nicht wirklich platzieren kann. Ey, weißt du was? Ich möchte die Fenster bitte dahin platzieren, wo ich sie hin platzieren möchte, ihr blöden Penner. Das kann ich in der Mitte machen, ja? Das ist doch nicht normal. Ach, sie hat größere Probleme. Ihr seht es. Es tut mir wirklich leid. So, dann kommen wir jetzt hier halt so. Genau, da können die schön die Bücher... Nein, das letzte, das war zu viel. Die Wand sieht kackies aus. Scheiße, Leute, es tut mir so leid. Was hatten wir denn da jetzt? Farbe. Oh Gott. War das das hier? Ich weiß es nicht mehr. War es das hier? Nein. Oder, nee, das war Nee. Ich glaube, es war das. Egal, das passte auf jeden Fall. So, okay. Dann, Back to the Fenster. Machen wir hier eins hin und machen wir, ist auf der gleichen Höhe, machen wir hier eins hin und machen wir da eins hin. Ne, da machen wir auch wieder diese Lukendinge. Okay, dreh dich mal. So. Luke Skywalker. Wir machen so. Warte mal, ich dreh mich mal. Ich kann mich nicht drehen, ich muss erst da raus. Das ist doch zum Kotzen. Ein ganz schöner Graus. So. So, damit auch die Hunde hier reingucken können. So, das ist jetzt ja alles ein bisschen traurig noch so, ne? 5000, ey, guckt euch mal die Kohle an, wie die verschwindet. Das ist ja der Hammer.
Man könnte ja eigentlich hier auch mal so ein... Warte mal, wir machen mal eine... wir brauchen... Hallo. So, eine Kommode stellen wir hier noch hin. So. Das kommt weg. So, dann brauchen wir Pflänzchen für die Komödie. Komödie. Hallo? Wo ist meine Pflanze? Ach, die ist so groß. Okay, dann kommt hier eine hin. Dann... Na, ein bisschen leer, das Ganze. Das ist... Nee, das ist nicht besonders groß hier. Nee, ich will wieder so eine Palme. So, die möchte ich gerne noch haben. Jetzt brauchen wir mal wieder einen Teppich. Nein? Nein. Jetzt brauchen wir wieder einen Teppich. Oh oh. Oh oh. Nee, der ist zu klein. Das sah ja ziemlich... Obwohl, wie klein ist der denn? Das ist ein Mini-Teppich. Gab es hier nicht so ein dezenteres Grün? Das war doch gerade ein bisschen dezenter. Das war eigentlich ganz cool, das Dezente. Bisschen Überforderung in diesem Raum, ne? So mit der Tapete. Ah, welche Farbe gibt es denn hier? Oh, der ist doch ganz schön hässlich. Oh Mann, ey. Das ist dieser Riesenteppich, ne? Ah. Nee. Ach, das ist so da reingeflätscht und... So, das ist doch scheiße. Nee, weißt du was? Wir nehmen jetzt hier den runden und dann machen wir grün. Da steht unser Stuhl drauf. Wie groß ist der? Der ist genauso klein. Ich brauche mehr Teppichauswahl. Just saying. Ich möchte den mal auswählen. Wie groß? Ja, der ist ganz gut. Von der Größe, aber von der... Obwohl, sollen wir mal so einen pinken hier reinlegen? Why the fuck not? YOLO! Oh Gott! Ach, das ist schon... Nein. Ach, nicht YOLO. Ein bisschen dezenter. Ah nee, das gefällt mir alles nicht. Das ist doch alles scheiße. Nein, ich möchte das nicht. Okay, Leute, ich höre jetzt echt auf. Ich weiß, dass es hammermäßig langweilig ist. Aber jetzt haben wir zumindest ein... Ich stelle, glaube ich, auf die andere Seite dann auch nochmal. So, jetzt gehen wir in den Live-Modus. So. Ach so, Flex. Ja, dann geh doch hier programmieren. Programmieren, Spiel modifizieren, Sims Forever modden. Muss er das denn noch machen? Das war hier... Level 4 der Programmierfähigkeit erreichen haben wir schon. Zwei Spiele, ach, das haben wir auch schon. Nee, dann darfst du spielen. Dann mach, was dir Spaß macht. My Sims Go spielen. So, die Queen pennt. Aber es sieht, glaube ich, ziemlich... Oh, nee, das könnte noch ein bisschen besser werden. Aber ich glaube, der Flex sollte jetzt auch mal langsam... na, obwohl die Energie ist noch okay. Ja, da vorne. Ey, sag mal, jetzt steht hier wieder Milch. Dann trink mal die Milch. Trinken. Drink the milk. Drink it. Drink the milk. Drink it. Ich glaube, die Wände haben unterschiedliche Farben. Ach, was soll ich dazu sagen? Warte, nur ganz kurz. Ganz kurz. Wieso geht das nicht? Ihr Motherfucker. Wieso kann ich die Tür nicht auswählen? Okay, die geht nicht zentriert. Okay, egal. Egal. Okay, ich mach nichts mehr. Ich mach nichts mehr. Wir müssten... Aber hier ist unser Grundstück zu Ende, ne? Ich wollte hier so einen, diesen total schönen Baum... Der Teppich sieht total scheiße aus. Ich wollte den total schönen Baum da, diesen Riesen, den auch schon hier... Warte, warte, warte. Da, die Star Warses haben den auch schon. Okay, Flex.
Wir spulen jetzt mal etwas vor. Wir gucken mal, wie es mit dem Gemütszustand aussieht. Ach so, jetzt habe ich das hier zweimal gemacht. Ach, jetzt moddet er das ja, dann modde halt. Okay, das muss jetzt aber auch mal aufhören. So, jetzt trink deine Milch. Warme Milch zum Frühstück, das ist doch toll. Ne? Immer erst glücklicher und jetzt gehen wir schlafen, genau. Schlafen. Schlafen, schlafen. Eigentlich könnten wir ja mal das Klavier darüber stellen. Oh, was ist jetzt? Warte mal. Das machen wir. Das machen wir. Dann lasse ich mir noch was Cooles einfallen für hier. Ja. Gedacht, das gefällt mir jetzt besser. Jetzt ist dann der Raum auch nicht mehr so leer. Dann gucken wir mal, was wir hier noch machen können. So, es wird Tag. Queen. Diese Steuerung macht mich total rammdösig, ehrlich. Wie kann man so bescheuert sich dabei anstellen? Oh, Hunger. Okay, Prioritäten setzen. Erst was essen. Ich habe nicht auch voll Hunger. Und dann auf die Toilette gehen. Was essen wir jetzt? Oh nee, erst den Barsch und jetzt, ja, dann isst halt die Spaghetti. Ich glaube aber, pack sie bitte vorher in die Mikrowelle, oder? Ja, nein, wir essen die Spaghetti kalt. Nam, 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 nam. Oh, es ist herrlich. Es ist einfach nur herrlich. Ja. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Moment mal. So. Ja. Und weiter geht's. Nein! Nein! Blöd! So. So, das darfst du dann auch aufräumen. So, was haben wir hier? Hier sieht noch alles gut aus. Und die Queen isst. Die hat jetzt was anderes zum Schlafen an. Weil so Spaghetti-Top-Dings, das trägt die eigentlich gar nicht wirklich. So. Hast du eigentlich schon den tollen Raum gesehen, den wir hier in der Nacht gebaut haben? Für 8000 Dollar oder so. Ich weiß nicht, wie viel wir vorher hatten. Ich glaube, so 11 um den Dreh herum. Kannst du mir mal sagen, warum ich aussehe, als hätte ich voll die Stampfer? Da war die andere Hose aber besser. Muss ich mal umziehen. Oh, die Blase. Die Blase muss geleert werden. Oh, der Flex steht auch auf. Wer muss denn jetzt hier wie zur Arbeit? Die... Oh nein! Der Flex ist jetzt bei der Arbeit oder was? Oh, was? Ich fass es nicht. Jetzt haben die überhaupt keine Zeit zusammen verbracht. Oh, guck mal, er hat Hunger. Hätten wir ihn früher wecken sollen. Was muss ich denn machen, um mir befördert zu werden? Ein Buch schreiben. Ja, Queen, schreib mal das Buch fertig hier. Zack. Zack. Weiterschreiben. Hände waschen und dann weiterschreiben. Ja, jetzt sind wir nämlich glücklich. Sonst, die Hygiene könnte unter Umständen bald zu wünschen übrig lassen, aber es geht. Ach ja, wir können ja jetzt hier durch. Excuse me? Schreiben, weiterschreiben. Wookie weiterschreiben. Habe ich das gerade falsch gemacht? Ja, Hauptsache, sie liest jetzt Programmieren üben. Kann ja auch nicht schaden. Also ernsthafterweise. Das kann auch nicht schaden, liebe Queen. Ich muss euch gleich mal meine Outfits hier vorstellen. So, wir haben 2 Tage bis zur Arbeit. Wir werden jetzt das Buch schreiben. So, ich spule das mal ein bisschen vor. Und dann in der nächsten Folge geht es dann weiter. Dann haben wir das Buch hoffentlich geschrieben und erleben tolle Abenteuer. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.